Ja, mein Name ist Frank-Walter Schmidt-Dietz und ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten ein bisschen was über die Creative Commons Lizenzen erzählen. Und vielleicht vorab Creative Commons Lizenzen. Wer von Ihnen hatte damit schon mal zu tun? Sie? Okay. Für Sie das Thema noch ganz neu? Wunderbar. Okay. Wozu braucht man die überhaupt? Ja, am Anfang war das Urheberrecht. Also Urheberrecht gibt es auch noch nicht so wahnsinnig lange, aber die Idee war es, das geistige Eigentum damit zu schützen. Und das Urheberrecht gilt erstmal immer. Also wenn Sie mit dem Smartphone ein Foto machen und wollen das irgendwie verwenden, kein Problem. Sie müssen da kein Copyright draufschreiben. Das gehört Ihnen, Sie haben automatisch das Urheberrecht. Oder wenn Sie einen Text schreiben oder eine Arbeit schreiben oder ein Buch schreiben oder irgendwas machen oder ein Video drehen, Sie sind dann die Urheberin oder der Urheber. Und das lässt sich auch nicht ändern. Sie können dieses Recht auch gar nicht abgeben, also es gehört immer Ihnen und Sie bleiben immer Urheberin und Urheber. Das betrifft sogenannte Werke. Also Werke können geschützt werden. Wie gesagt, Bücher, Texte, Bilder, Videos, Audios, also auch Musikstücke oder so, die Sie machen. Und es braucht dafür aber eine gewisse Schöpfungshöhe. Ja. Die ist aber relativ schnell erreicht, das heißt, auch wenn man das Smartphone mal irgendwo draufhält und ein Foto macht, dann hat man diese Schöpfungshöhe schon erreicht. Ja? Was anderes ist, wenn man ein Werk weiterverwenden möchte und macht nur eine winzig kleine Änderung, die kaum erkennbar ist, dann wäre so eine Schöpfungshöhe eben nicht erreicht. Wichtig ist auch, Ideen sind nicht schutzfähig. Also wenn Sie eine super Idee haben, die kann Ihnen sofort geklaut werden, gar kein Problem. Nur Werke können geschützt werden, also Ausprägungen einer Idee. Ja, wenn Sie Ihre Idee sozusagen in die Tat umsetzen, dann ist dieses Werk, das Sie umgesetzt haben, geschützt, aber nicht die Idee, die Sie hingeführt hat. Außerdem gibt es noch gemeinfreie Werke. Das sind in der Regel Werke, die keinen Schutz genießen oder keinen Schutz mehr haben. Zum Beispiel 70 Jahre nach dem Tod eines Urhebers erlischt das Urheberrecht, dann können Sie es frei verwenden. Genau, Urheber verändern sich nicht. Was Sie aber machen können, Sie können die Nutzungsrechte an Ihrem Werk abtreten oder lizenzieren oder sowas. Ja, Sie bleiben immer Urheber, aber Sie können die Nutzungsrechte übertragen. Und da kommen wir jetzt so langsam hin. Was dürfen Sie? Nutzungsrecht, also betrachten oder lesen, das ist immer erlaubt, klar. Aber nicht die Verwertung, also ob Sie eine Kopie machen dürfen, oder eine Veröffentlichung des Materials oder eine Anpassung, das entscheiden die Urheber und nicht Sie als Nutzerin oder Nutzer. Ja, also wenn Sie auf Google ein Bild gesucht haben und denken, das ist toll, das möchte ich in irgendeiner Arbeit verwenden, dann dürfen Sie das erstmal nicht, weil Sie müssten die Urheberin oder den Urheber um Erlaubnis fragen. Das ist auch in Ordnung, das kann man auch machen. Lesen und betrachten ist immer erlaubt. Die Frage, ob es umsonst ist, ist nochmal eine andere. Ja? Also man hat nicht immer Zugriff auf die Werke. Ja, aber erstmal betrachten darf man natürlich ein Werk. Wenn Sie im Museum sind beispielsweise, Sie dürfen sich natürlich die Bilder angucken. Ja? Ob Sie ein Foto davon machen dürfen, ist wieder eine ganz andere Sache. Okay, kommen wir zur Verwertung. Also eine Verwertung wäre eine Kopie, Veröffentlichung oder Anpassung. Die Urheber entscheiden darüber, ob sie es dürfen oder nicht und in welcher Art. So, und dieses Nutzungsrecht, das kann übertragen werden, zum Beispiel durch ein Aushandeln. Der klassische Fall ist, der Urheber sagt, okay, du kannst das benutzen, aber zahl mir dafür bitte 30 Euro. Ja, und dann zahlen sie 30 Euro und dann dürfen sie es benutzen. Der Urheber darf aber auch sagen, sie dürfen das nur benutzen, dürfen es nur in ihrem Buch benutzen. Wenn sie es auf ihre Webseite stellen wollen, kostet es 60 Euro. Ja, also das ist wirklich eine Verhandlungssache. So, und dann gibt es im Internet diese Royalty-Free Music oder auch andere Werke. Das ist so ein bisschen, das klingt so frei. Das darf man aber nicht frei nutzen, das ist gar nicht so frei. Da steckt so ein kleiner Übersetzungsfehler drin. Das bedeutet eigentlich lizenzgebührenfrei und soll Ihnen die Arbeit mit dem Material vereinfachen. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen ein kleines Video machen und eine schöne Hintergrundmusik haben. Sie haben was Tolles gefunden im Netz und das ist royalty-free. Das bedeutet im Grunde genommen nur, dass Sie einmalig dieses Werk erwerben müssen. Also Sie bezahlen diese Musik
für Betrag X und dafür müssen Sie sich anschließend keine Gedanken mehr darüber machen, in welchem Medium das genutzt wird, wie oft es verwendet wird etc. Sie haben das sozusagen in einem Vorgang gemacht. Also es ist ein bisschen schwierig zu verstehen, warum ist das nicht frei, wenn es doch frei heißt. So, und jetzt kommen wir zu den echten freien Lizenzen, nämlich den Creative Commons. Die dürfen Sie wirklich frei verwenden. Die gucken wir uns gleich im Detail an. Darüber hinaus gibt es noch zum Beispiel hier an der Uni oder in Schulen gesetzlich erlaubte Nutzungen, also im Rahmen von einer Vorlesung oder von Unterricht. Da muss man auch nicht fragen, ob man das darf. Das darf man einfach in einem bestimmten Umfang. Und welcher das ist, das steht im Urheberrechtsgesetz. Seit März ist es geändert, gibt es einen neuen Paragraphen 60 a bis h. Da steht das alles drin. Und Sie haben das Recht für eine Privatkopie. Also Sie dürfen sich immer für den eigenen Gebrauch eine Kopie machen. Zum Beispiel von einer CD oder so, dürfen Sie kopieren. Sie dürfen nur keinen Kopierschutz umgehen. Ja, aber eine Privatkopie geht eigentlich immer. Okay, Sie sehen hier die Constitutio Antoniniana. Die wird nächste Woche hier ausgestellt. Falls Sie hier sind, nutzen Sie die Gelegenheit. Das ist ziemlich einmalig. Die ist zum Weltdokumenterbe erhoben worden und wird 2 Tage, nämlich Donnerstag und Freitag nächste Woche hier ausgestellt. Nutzen Sie das unbedingt. Also es ist ein sensationelles Werk. Das ist normalerweise in unserem Tresor und nicht zugänglich. Nächste Woche 2 Tage. So, was Sie hier sehen, ist die Einladung zu diesem Event. Am 13. Juni ist der Festakt. Und wir wollten natürlich schöne Einladungskarten drucken. Und wir hatten im vergangenen Jahr eine Pressekonferenz. Da habe ich 2 Fotos gemacht. Das ist das eine. Da unten liegt die Constitutio. Sie sehen hier die Hände von 2 Beteiligten mit den Handschuhen und so weiter. Und Sie sehen hier meinen Versuch, ein Foto mit dem Smartphone zu machen. Da sind furchtbar viele Spiegelungen drin. Das ist in so einer Vitrine. Ich habe es nicht so richtig hingekriegt. Hier war aber ein Fotograf von der dpa. Der hat das super gut hingekriegt. Der hat da viel probiert und experimentiert und hat dann ein Foto geschossen. Das ist hier die Constitutio mit den Handschuhen. Und das hat uns so gut gefallen, das wollten wir auf die Einladung drucken. Ging auch, wir mussten es aber lizenzieren. Das heißt, das sind zwar die Hände unseres Mitarbeiters und das Werk ist hier im Haus, aber das Foto an sich ist ein eigenständiges Werk, das wir jetzt nicht einfach so benutzen dürfen. Wir mussten es lizenzieren. Jetzt haben wir aber vergessen, dass auch fürs Internet zu lizenzieren, um es auf der Webseite zu verwenden. Wir müssten also dafür eine gesonderte Lizenz erwerben. Ja, und das bedeutet erstmal, so ein Werk ist geschützt und Sie dürfen damit eben nicht tun und machen, was Sie wollen. Wo wird es hier ausgestellt? Im Sonderlesesaal. Okay, wir haben jetzt nur von Urheberrecht gesprochen. Es gibt außerdem noch Plagiate. Also wenn Sie so eine Lizenz erworben haben, dürfen Sie immer noch nicht sagen, das ist meins. Oder wenn es eine freie Lizenz hat, sonst haben Sie ein Plagiat. Sie müssen gucken, dass die Persönlichkeitsrechte gewahrt sind, falls da andere Personen beispielsweise drauf sind. Oder natürlich den Datenschutz. Okay, Creative Commons Lizenzen sind die Lösung für vieles. Das ist das am weitesten verbreitete Lizenzsystem. Es ist so eine Art Baukasten für Nutzungsrechte. Der Vorteil ist, Sie müssen niemanden fragen. Sie dürfen die einfach so benutzen, weil die Lizenz eindeutig sagt, was Sie dürfen und was Sie nicht dürfen. Das ist ganz leicht erkennbar und dafür gibt es ein Symbolsystem. Das erkennen Sie hier. Es gibt im Grunde genommen diese 4 Symbole. Es geht immer los mit CC, Creative Commons. By würde bedeuten, Sie müssen den Namen des Urhebers nennen. NC würde bedeuten, es darf nicht kommerziell verwendet werden. Das ist ein bisschen kritisch. ND bedeutet keine Bearbeitung. Sie dürfen es verwenden, aber nicht verändern. Und SA bedeutet Weitergabe nur mit gleicher Lizenz. Und hier ist das Ganze nochmal anders abgebildet mit dem Freiheitsgrad. Also das ist das übliche Copyright. Das ist erstmal drauf, wenn nichts am Werk notiert ist. Dann können Sie mit diesen Lizenzen auf alle Fälle das Werk teilen. Dann kommen wir hier in den Bereich von Remix und dann in einen sehr offenen Bereich CC BY SA. Das ist zum Beispiel die Lizenz, die wir für die Videos, die wir hier drehen, verwenden. Also der Name des Urhebers muss genannt werden und es muss auch unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Dann gibt es CC BY, muss nur der Name genannt werden und das ist das höchste. CC 0 bedeutet, Sie dürfen es einfach so verwenden,
müssen nicht mal den Namen des Autoren nennen. Okay, im Überblick sieht man diese Lizenzen bei Creative Commons natürlich. Ich klicke mal kurz drauf, dass Sie das mal gesehen haben. Wenn ich hier rolle, dann sieht man das auch. So sehen die üblicherweise aus, diese Symbole. Und da haben Sie immer CC Creative Commons by. Und das wäre eben die Namensnennung. Und dann kommen noch die anderen Lizenzen. Okay, gehen wir zurück. So wäre ein Beispiel, wie Sie es zitieren könnten. CC by SA bedeutet Namensnennung und unter gleicher Lizenz. Und man muss dann auch immer noch einen Lizenzlink angeben. Diese Buttons bekommen Sie hier von der Seite, das nur der Vollständigkeit halber. So, wie zitieren Sie jetzt ein Werk korrekt? Da hilft uns die TULU-Regel. Die TULU-Regel ist ein Akronym. T steht für Titel, also Sie müssen den Titel des Werkes angeben. Sie müssen die Urheberin, den Urheber nennen. Sie müssen angeben, unter welcher Lizenz wird es bereitgestellt. Sie müssen den Link zur Lizenz angeben und den Ursprungsort. Ja, das ist die Regel. Ich habe hier mal die Bildnachweise für diesen Vortrag zusammengetragen. Die sind alle nach der TULU-Regel auch gefasst. So könnte das aussehen. Also der Hintergrund beispielsweise bei den Bildnachweisen, der heißt Kunst, Farbe, Wasser, Farben und so weiter. Der User hat nur eine Zahl und das Ganze ist unter einer CC0-Lizenz. Also ich müsste den Namen gar nicht angeben. Ich tue es trotzdem. Falls jemand sich fragt, was ist das für ein Bild, dann hat er hier die Information. Okay, gute CC-Quellen. Pixabay ist toll, weil alle Bilder, die dort drin sind, und es sind sehr, sehr viele, stehen unter einer CC0-Lizenz, dürfen Sie also frei verwenden. Was viele nicht kennen, in Google können Sie einfach, wenn Sie die Bildersuche machen, können Sie einfach sich die Lizenz aussuchen, können also gezielt nur Bilder mit freier Lizenz sich anzeigen lassen. Und Creative Commons selbst hat auch eine Suche. Hier unten sehen Sie noch, auf DIGO habe ich so eine Sammlung von CC-Adressen. Also wenn Sie da ein bisschen stöbern wollen, rufen Sie einfach mal hier meine Sammlung auf DIGO auf. Das Ganze wird auch veröffentlicht, also Sie müssen sich eigentlich nichts mitschreiben auf unserem YouTube-Kanal. Kurzes Fazit, das Urheberrecht gilt für die meisten Werke ganz automatisch. Sie müssen also kein C daneben schreiben, das ist völlig überflüssig, Sie haben das Urheberrecht. Das Nutzungsrecht kann übertragen werden und für die Übertragung gelten meist Bedingungen, also Sie zahlen etwas oder es ist ein Creative Commons dabei, dann steht dabei, wie die Bedingungen sind. Wenn Sie mit CC-Materialien arbeiten, sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie die korrekten Bedingungen beachten und die TULU-Regel hilft Ihnen auch korrekt zu zitieren. Ja, das war's in der heutigen Coffee Lecture. Ich hoffe, es hilft Ihnen weiter bei der Nutzung von Creative Commons Lizenzen und auch bei Ihrem eigenen Material. Also wenn Sie selbst Material bereitstellen wollen, können Sie das natürlich genauso unter eine Creative Commons Lizenz stellen. Ja, vielen Dank.